Desperados 3 mit mir, Dennis. Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid. Wie immer heiße ich euch herzlich willkommen im staubigen Wilden Westen. Diesmal stimmt das sogar. Wir sind ja jetzt schon seit einigen Folgen wieder in Nevada unterwegs, also wirklich im Wilden Westen. Davor waren wir ja immer im Wilden Süden in Louisiana und rund um New Orleans unterwegs. Jetzt sind wir gerade aus der DeWitt-Goldmine geflohen mit der gesamten Truppe. Die Fronten sind ein bisschen verhärtet. Alle sind sauer auf Cooper, weil er sie überhaupt erst in diese Goldmine gebracht hat, wo sie ja eingesperrt wurden, alle miteinander. Und jetzt sind sie raus, sind immer noch nicht so richtig happy mit Cooper, aber haben sich wieder zusammengerauft, bis auf Doc McCoy. Der hat gesagt, ey Leute, ganz ehrlich, ihr spinnt ja wohl, ich kenne euch alle seit ein paar Wochen und jetzt werde ich hier schon eingebuchtet wegen euch. Ich bin eigentlich ein Einzelgänger, lasst mich mal in Frieden, ich setze mich ab. Und ja, dann ist er auf sein Pferd gestiegen und abgehauen. Mal gucken, ob wir den nochmal wiedersehen. Wir sind also jetzt zu viert unterwegs, Coopers mutmaßlich immer noch geschwächt, verletzt. Er wurde ja angeschossen. Hector auch, aber den stört das nicht weiter. So ist das halt, wenn man ein großer, starker Kerl ist. Genau, und wir wollen jetzt abhauen aus Nevada oder zumindest aus dieser Gegend rund um die DeWitt-Goldmine und sind jetzt bei einer kleinen Stadt mit einem Bahnhof. Und da werden wir jetzt mal schauen, was uns da erwartet. Ich nehme mal an, böse Buben. Wir haben wieder mal auf das Ende der Ladezeit gewartet. Jetzt ist es soweit. Ich überspringe mal die Ladezeiten für euch, das wisst ihr ja schon. Auf geht's. Am selben Abend. Wir haben uns ohne Pferd dahin geschleppt. They must have signaled ahead. So, what now? I'm gonna have a look at the station. Wait, you can't go down there alone. Oh, that's grand advice coming from you. Shit. I'll help her. You stay put. Thanks, partner. Let me have a look at that leg. Hector's going pretty easy on you. Nah, we're old friends. Weird friendship, if you ask me. He knows how it is. No use dragging anyone else into my problems. Especially not her. Hey, you know, no matter how many times I've heard that kind of bullshit, it never turned out right. You sure this is helping? Just setting a bone. Okay, but what now? Just lay down for a while. Jetzt sind nochmal schön Zaubertricks rausgeholt. Come on. Wait for old Hector. So, how's it look? Not so good. Watch. Here comes the train. Hey, why isn't it stopping? They must have orders not to. If we want to ride, we'll have to figure something out. Right. Any bright ideas? Well, we could drive cattle onto the tracks. That would stop the train. How do we do that? We could scare them, like by setting fire to that straw roof. Sure. What about that wagon? I could push it onto the tracks. It looks pretty heavy to me. Come on. I can do it, I think. Well, if those are our options, I'd feel much more comfortable in disguise. Anyway, let's get going. I don't want to spend a second more in this damn hole. Okay, interessante Konstellation. Eine relativ kleine Karte, so wie ich das sehe. Mit nur zwei
Figuren, die wir haben. Die Kombination Kate Hector. Der Zug kommt hier alle paar Minuten durchgefahren. Wir müssen ihn stoppen, weil er sonst nämlich nicht anhält und uns weiterlässt. Ich weiß nicht so genau, was für ein... uns mitlässt. Ich weiß nicht genau, was das für ein Zug sein soll im 19. Jahrhundert. Irgendwo im mittleren Westen oder im Westen der USA. Der hier alle 5 Minuten durchfährt. Ist jetzt nicht die S-Bahn oder so. Keine Ahnung. Interessant. Ja, fand ich gerade lustig, dass hier oben in unserem Versteck Isabelle Cooper mit ihrem Voodoo-Zauberei heilt, aber es in der Zwischensequenz trotzdem diese Heilungskreuze sozusagen, also das internationale Symbol für das deutsche Rote Kreuz sozusagen, oder das Rote Kreuz, nicht nur das deutsche, da so aufleuchten. Ist irgendwie witzig, weil ja sonst in Zwischensequenzen jetzt keine Spielbedienelemente auftauchen. Also da erscheint ja auch nicht plötzlich irgendwie so ein Symbol oder sowas mit pfeifenden Fingern oder mit einer Waffe drauf. Fand ich irgendwie ganz witzig. So, wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Verzeihung. Also wir müssen uns erstmal hier unten irgendwie lang bewegen. Hier ist fies, hier sind gleich 2 Gegner. Ihr kennt das Spiel, wir müssen die Schwäche finden dieser Verteidigung hier. Sie wissen es zwar noch nicht, aber sie haben irgendwo eine Schwäche. Zum Beispiel wäre es sicherlich möglich zu nutzen, während der Zug hier lang fährt. Denn da in der Zeit, das ist ein relativ langer Zug, haben wir so 15 Sekunden, 10, 15 Sekunden, schätze ich mal, in denen die Leute von der Seite hier drüben nicht auf die Seite gucken können. Das heißt, in der Zeit könnte man Leute killen. Allerdings ist die Schützin hier, wäre meiner Ansicht nach die erste, die sterben darf. Look at this dump. Let's punch it. Was that? Ups, nein. Geh mal in die Hocke, mein Freund. So, wir warten auf den Zug. Das bringt ja jetzt hier nichts. Was passiert denn, wenn ich hier die Bianca hinsetze? Und dann hier pfeife? So, dann gehe ich hier hinten um die Ecke. Da drin ist niemand. Da habe ich aber auch gar nicht gepfiffen. Ich habe hier etwas weiter links gepfiffen. Okay, das muss ich vom Timing her vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen besser hinbekommen. So, jetzt ist der Moment gekommen. Jetzt ist sie nämlich... Das war zwar überhaupt nicht der Plan, aber er hat trotzdem funktioniert. Sie war nämlich so verwirrt, die Wachdame hier, dass sie erstmal ein bisschen rumgelaufen ist. So, ja, wo, was, wo, wer bin ich? Wo ist hier was? Und war dann hier schön fast hinter dem Shed, hinter diesem kleinen Schuppen. So, jetzt ist ja das nächste Ding, ist ja ganz einfach, würde ich sagen. Weil das ist natürlich die Poncho-Dame hier. Die ist ja, sobald der Zug kommt, ist die ja quasi schon des Todes. Ich mache jetzt mal die Karte oben zu. Das kriegen wir auch so hin. Da muss ich nämlich eigentlich nur noch dahin rennen und die wegachsen. Und dann wird sich der Kollege wundern, so, hä? Wo ist sie? Wo ist sie hin? Hat der Zug sie überfahren? Jetzt muss ich mich beeilen. Komm. Und schnell, schnell, schnell. Lauf. Ach, ich kann doch, hätte auch dahin gehen können. Was? Wo ist sie? Wo ist sie hin? Das gibt's doch nicht. Wo kann sie noch hin sein? Wenn er lang genug jetzt verwirrt ist, nee, schade. Dann hätte es ja sein können, dass der Zug wiederkommt, dann hätte ich den auch noch erledigen können. Kommt der Zug wieder? Nein, der Busch hat sich nicht bewegt. So. Können wir den auch noch wegaxten? Ein Problem weniger. Ja, ist manchmal schön, wenn man ein schwaches Glied in der Kette gefunden hat, dann fallen die anderen auch einfach aus der Kette. Da ist da gar nicht mehr groß ein Problem da.
Was ist denn mit Herr Schütze, der hier in der Ecke steht? Den kriegen wir doch bestimmt auch. Die gucken sich gegenseitig an hier. Aber sobald er zukommt, yeah, I'm ready. You got it, amigo. Gucken die sich, glaube ich, nicht mehr an. Den müssen wir also eigentlich nur abwarten, bis der zukommt. Speichern. Dann können wir den nämlich auch schon wegaxten. Der da links hinten, der hätte den gesehen, aber das Problem ist beseitigt. So. Sehr gut. Damit ist der Bereich hier vorne schon mal sauber. Und sauber mögen wir es. Hier ist übrigens das Kleid von Kate. Das weiß die Dame noch nicht, die das gerade trägt, dass das Kates Kleid ist, aber das werden wir ihr gleich sagen, dass sie das mal ablegen muss, weil das so nicht weitergehen kann. Hier hinten, die würde ich natürlich unheimlich gerne erschießen. Let's do this. Wie weit würde man das denn hören hier? Das kann ich sogar machen. Wenn ich mich hier an die richtige Stelle stelle. Ich komme aber hier nicht rum, ne? Nee. Mist. Die beiden hier. Upsi. Upsi. Da habe ich ein Upsi gemacht. Da bin ich fast in den Sichtbereich gelaufen. Hier einmal kurz überlegt, die beiden sehen den hier. Das heißt, wenn ich... Oh, die sieht ihn auch. Mist. Ich hatte gehofft, dass ich hier vielleicht... Es ist halt die Frage, wo ich, auf welcher Seite ich jetzt besser vorrücken kann. Auf der, ich sag jetzt mal, auf der Ostseite oder auf der Westseite. Ich nenne das jetzt, meine Konvention ist, der Zug fährt nach Norden. Man muss sich ja irgendeine Konvention setzen. Das heißt, hier wäre Osten, hier links wäre Westen. Wie kriegen wir die jetzt hier am dürfsten? Also ich könnte noch, ich kann noch mit Pfeifen arbeiten, dass ich jemanden irgendwo hinlocke. Da wäre zum Beispiel der Typ hier ganz praktisch, dass ich den irgendwo hinpfeife. Let's light this up. Weil der wird von ziemlich vielen Leuten gesehen, vielleicht geht da was. Mit Kate kann ich ja noch nicht so richtig gut arbeiten. Klar, die kann Leute aktuell nicht betäuben, wie heißt das? Blenden mit ihrem Parfümfläschchen. Sure thing, amigo. Who's there? Ja, ist vom Timing her scheiße. Vielleicht. Puh, das war jetzt aber eine echt knappe Sache. Also, weil Hector da noch kurz stehen geblieben ist. Ich wollte den halt einfach nur hier weglocken, weil sobald der Zug da ist, ist ja die Poncho-Dame hier auf dem Dach links, auf der Westseite, die einzige, die ihn noch im Blick hatte. Sobald er hier nur drei Schritte nach Süden geht, ist er sofort in Deckung. Jetzt kann ich noch gleich entsorgen, wenn der Zug da ist. Dann nehme ich die Leiche mit, dann liegt sie da nicht mehr blöd rum. So, dann bringen wir den mal hier hin. Deswegen ist auch der Zug da. Das ist ein sehr cooles Element. Also es kann sein, dass ich mich später noch irgendwie drüber ärgere. Aber jetzt am Anfang finde ich erstmal, ist das ein sehr cooles Element. Das gefällt mir. Okay, den kriegen wir hier auch, würde ich sagen. Mein Vorschlag wäre, dass wir hier rüber gehen, auf die andere Seite. Genau, dann warten wir hier auf der Seite darauf, dass der Zug kommt. Wobei der Zug kommt, wenn die beiden da zusammenstehen, ne? Wenn ich die jetzt erschießen wollte, dann hören die da drüben das. Ach, kacke. Come on, amigo. So. Probieren wir's. Und ihn gleich mitnehmen. Oh, das war mal knapp. So, damit ist der sein Kumpel auch direkt schon mal los. Der Typ, der da gequatscht hat immer. Der kommt jetzt gleich zurück. So, hä, wo ist er denn? Wo ist der denn? Vielleicht wundert er sich gleich und geht hier um die Ecke. Um mal zu gucken, wo er denn hin ist. Ja, wo ist er denn, mein Freund? Ich quatsch doch immer um diese Zeit mit ihm.
Vor allem, er steht da erstmal eine Minute und dann fällt ihm auf, dass sein Freund nicht mehr da ist. Natürlich auch ganz lustig. So. Oh Mist. Das war blöd. Das ist ja krass. Also so weit links darf ich nicht. Also okay. Na gut, aber das ist ja normalo. Das ist ja normalo. Den könnte man also vielleicht sogar mal hier in die Falle locken. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Dann latscht er jetzt hier in die Falle rein. Dann kann ich mir den holen. So, dann haben wir den nämlich auch. Hier kommt der Postbote, sagt Hector. Ich weiß nicht, warum er denkt, er wäre ein Postbote. Vielleicht ist er schon ein bisschen senil. Das könnte sein. So, jetzt kann ich die drei hier hinten erledigen. Dann haben wir da zumindest diese Patrouille weg. Wie weit gucken die hier? Nicht so weit, das ist in Ordnung. Reminds me of back home in Texas. Hector kommt aus Texas. Okay. Born and raised. No place like home, am I right? Yeah. Let's go. Gut, wir haben nämlich hier schon einen kleinen Hinweis. Hier liegen. Ah, da sind Tracks. Okay. Und drei Tote. So schnell kann es gehen. Daran habe ich nicht gedacht, dass hier im tiefen Sand natürlich wieder Spuren hinterlassen werden. Fußspuren. Ich wollte gerade noch sagen, ich habe den Hinweis, wie ich die Situation hier gewinnbringend lösen kann, indem hier eine Kiste mit Schrotmunition für Hector bereitsteht. Das heißt, es war schon quasi der augenzwinkernde kleine Hinweis von den Entwicklern. Benutzt doch Schrot. In der größten Not benutzt doch am besten ein bisschen Schrot. So, damit ist die Seite hier auch gesichert. Das ist schön. Jetzt ist noch die Frage, was haben wir denn hier auf der Seite so an Sicherheitskräften? Der guckt hier so hin. Das heißt aber, ja, den Typen hier könnte man schon mal hier um die Ecke bringen. Um die Ecke locken. Das sollte gehen, oder? So, dann machen wir das doch speichern. Dann probieren wir das doch mal. Ja, das war ja auch nicht angetan, dass du es nicht hörst. Ich habe ja extra gepfiffen. So, jetzt läufst du hier rein. Mit etwas Glück sieht das dann keiner. Und so viel Glück habe ich. So, dann bringen wir den noch in den Busch, damit auch was im Busch ist. Darauf wollen wir immer achten. Ja. Sehr schön. Also, Kate ist bisher noch nicht so nützlich geworden. Das kann sich aber noch ändern, sobald sie das Kleid hat. Dafür müssen wir es aber auch erstmal kriegen. Ich weiß eigentlich noch nicht so genau, wie ich die Situation jetzt hier auflöse. Wir haben jetzt hier vier Leute, davon eine Zivilistin. Am besten erledigen wir das, wenn gerade keiner guckt. Das wird aber timingmäßig echt nicht ganz einfach. Einfacher wäre es, wenn ich erstmal den Bereich hier drüben säubern könnte. Hier sind ja jetzt drei Typen hier unten. Den Typen hier könnte man relativ leicht erledigen. Glaube ich, den mit dem Poncho. Solange die beiden hier gerade mit sich miteinander beschäftigen, miteinander reden. Da müsste man nur noch die beiden irgendwie erwischen, weil die werden alle nicht beobachtet von irgendjemand anderes. Doch der wird von dem hier drüben gesehen. Da könnte man höchstens mal gucken, ob ich mit Kate hier rüberschleiche irgendwo und die dann blende, damit die das nicht sehen. Na gut, das ist mal eine Idee. Ich denke mal, das nächste Mal gehe ich hier unten auf der Westseite weiter und dann arbeiten wir uns schrittweise links und rechts von den Gleisen vorwärts nach Norden. Bis zum, den beiden Möglichkeiten, die wir haben, um die Bahn anzuhalten. Entweder den Wagen oder die Viehherde. Ich finde ja die Kühe irgendwie spektakulärer, ehrlich gesagt. Es wirkt aber auch nicht unbedingt einfacher, ehrlich gesagt. Sondern eher schwieriger.
Naja, mal schauen, was wir nehmen. Ihr könnt ja auch mal die Kommentare schreiben. Was fändet ihr interessanter? Womit soll ich den Zug aufhalten? Ist es A, die Kuhherde, oder B, der Wagen, der auf die Schiene gerollt wird? Schreibt es in die Kommentare, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!